Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen im Gaming Room von SmackBoom und herzlich willkommen zu Monday Night Rock mit dem Finale Return to Monkey Island. Wir haben beim letzten Mal alle 5 Schlüssel gefunden, um das Geheimnis von Monkey Island endlich lösen zu können. Das ist die Prämisse. Ob das stimmt, das werden wir gleich sehen. Mit diesen 5 Schlüsseln machen wir uns jetzt nämlich gleich auf nach Melee Island, um den Tresor endgültig aufschließen zu können. Aber vorher werden wir nochmal sehen, wie Guybrush dem Boybrush erzählt, was beim letzten Mal passiert ist. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist mein letzter Speicherstand? 10.10. müsste es gewesen sein. 22:01 Uhr, das dürfte der sein. Okay. Do you remember where we were? Ein bisschen, aber sag's mir nochmal. But remind me a little. Okay. Remember, I was looking for 5 golden keys. Okay, dann spoiler dich nicht, aber schön, dass du da gewesen bist. Bis zum nächsten Mal. Falls du Bock hast, morgen 20 Uhr A Plague Tale Requiem. Und ansonsten sehen wir uns bestimmt bei dir wieder oder vielleicht mal wieder bei Dockers Wrestling. Mach's gut. So, okay, wir stehen hier draußen, wir haben alle Schlüssel. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist der letzte Schlüssel. Mach das Spiel mal für mich ein bisschen lauter. Ich hoffe, für euch ist es laut genug. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück nach Melee Island, oder? Zurück zum Hauptweg. Ab zum Schiff. Hol dir mal Popcorn, okay. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss gerade, Fabian. Okay, wir sind schon wieder auf Melee Island. Brauche ich nochmal einen Krug? Ich habe noch einen. Der ist sogar noch voll. Ist hier irgendwas Neues? Ne, sieht nicht danach aus. So, dann gehen wir zu Voodoo Lady. Wahrscheinlich werden wir sowieso, während wir aufschließen wollen, sofort überfallen. Kann ich sofort den robusten Tresor öffnen oder muss ich jetzt jeden einzelnen... Ich muss jetzt wirklich jeden einzelnen Schlüssel da reinstecken. Okay, dann nehmen wir den. Und Rainer. Ja. Packt ihr die wirklich in die Schlüssellöcher rein, auf die ich zeige? Jo. Woher weiß ich denn, dass es richtig ist? Ich mach's jetzt erstmal einmal. Okay. Nach all den Jahren, das Geheimnis von Monkey Island. Wow. It's cheesier than I imagined, but still. Mann, es ist noch ein Schlüsselloch. Okay, es ist eine Schatztruhe. Okay. I wasn't really thinking about the possibility of yet another lock. This seems like overkill. Hm? There's no serial number. Na klar, natürlich keine Seriennummer drauf. Maybe I can break it open. Okay, unser Messer sind wir wohl los. Okay. Das ist kein Problem. Ich betrachte es als Rätsel. Ich brauche einfach schwerere Werkzeuge. Der Schlüssel ist wahrscheinlich an irgendeiner offensichtlichen Stelle. Ja, rede das nur weiter ein. Rede dir das nur weiter ein. Oh nein! Es war so klar. LeChuck. LeChuck. My old nemesis. Here we are again. Looks like this story ends the way it was always destined to end. With just you and me and the secret. Not quite. Okay, der hat noch die anderen dabei. I don't suppose it'll do me any good to point out that you're cheating again. I've underestimated your resourcefulness, Threepwood. But force always wins in the end. Yeah. You should try it sometime. Good luck opening that. It's well made. I tried everything I could think of for a whole minute, and I didn't make a dent in it. Of course not. The secret can only be revealed in a ceremonial chamber located deep within the bowels of Monkey Island. That would have been nice to know ahead of time. It pleases me to have you live with the knowledge of how close you were to having this before I took it from you. So, I've decided not to kill you right
this oh, das ist ja nett. Outside that door, the deal is off. Don't even think about following me. And count to 100 before you leave the building. Bin ich dem hinterher? Ja. Yeah. 100. 100. Guybrush, why did Ben say she saw you come in? That's Elaine. Are you all right? No. I mean, yes, I'm fine. Do you want to talk about it? The truck has the secret, and he's headed for the bowels of Monkey Island. The caverns underneath the big monkey head? There's no time to lose. Let's talk on the way. Okay, Teil 5, unter dem Affenkopf. Wir haben es geschafft. Wir sind im letzten Teil angekommen, so wie vermutet. That did seem like a better way to get here than making the potion. I'll definitely have to take notes next time. Wahrscheinlich auch wieder irgendein böses Rätsel noch kommen am Ende. I just hope it turns out to be worth all the effort. Whatever. That was easy. I'm not talking about the trip over. I mean all the work you've done leading up to it. Not to mention the trail of destruction you've left in your wake. Natürlich, ich bin ein Pirat. Nimm mir 12 Beispiele, das will ich. Ich werde sie bestimmt nennen. If you meant to challenge me, you should have gone for a larger number. Ach verdammt, ich hatte gehofft, dass sie jetzt einfach 12 Sachen runterreißt. Story about what happened on Bermuda. Apparently, you managed to destroy a priceless traditional artifact and the government of an entire island in 5 minutes flat. That's quite impressive. Even for you. Ja, das hat wirklich viel länger als 5 Minuten gedauert. I had to win a bunch of contests first. Yes, Odina told me your joke. Ow! Quite funny. Odina also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. Ey, genau, es war ein Intelligenztest. Ich habe alles richtig gemacht. Wir haben die nur beklaut. Mehr haben wir nicht gemacht. You are very clever. Dankeschön. Incidentally, I think you might also be royalty now, since you're married to me. I thought something felt different this morning. How many is that now? 4? Did you know the Museum of Pirate Lore has shut down? You don't say. 2 of its prize exhibits went missing. Curiously, there was only 1 name in the guest book. Okay. I used a pseudonym. How did you know it was me? Mighty Pirate. Yeah, das ist so ein super, super Pseudonym. Mighty Pirate. Is also a little upset with you. He says you took his key and left him in a dark cave. Ja, das stimmt. Wie ist er denn da rausgekommen, um mir das zu sagen? I would have notified the authorities eventually, but it sounds wo like that took care of itself already. Well, you'll be happy to know he made it out. I rescued him myself. I am happy to know that. Thanks. Remind me why we're talking about all this? It's just, I'm worried that the secret can't possibly measure up to the effort and anticipation. Wird sowieso nicht. Natürlich wird es enttäuschend sein. Das ist ja das Ding. Reichtümer, Ruhm, Wissen, Verständnis. Ich habe keine Ahnung, es spielt keine Rolle. Ich sage, es spielt keine Rolle. Eben. It's just the finding part that counts. Genau. Well, be careful what you wish for. Mann, Fabian, ich habe Angst. So, der Affenschädel ist geöffnet. Just like old times. Wir haben doch gar keinen Navigator dabei. Nehmen das mit den Pilzen. I remember them. There are mushrooms. Big ones. Oh, Guybrush. Ja, even in the caverns, oh Gott, wer ist er denn? Was soll das? How about I remove your liver so you don't have to worry about it? Nix da. Well, well. You go on ahead, sweetie. I'll catch up. Alles klar. Elaine hält mir den Rücken frei. Oder uns. Dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Hier müssen wir wahrscheinlich runtergehen weiter. Da sind die Pilze, die ich nicht anklicken kann. Ach, der Wally. Hey, Wally. Da hängt er wieder, der arme Kerl. Ah, wie hängt sich so? How's it hanging? Seriously, that's the joke you were going to use right now? Aber alle Sprecher sind echt alt geworden, muss man wirklich sagen. Bis auf Guybrush selbst. Der hat sich gut gehalten von der Stimme her, aber Elaine zum Beispiel oder Wally, die klingen so alt. I wish I could get you out of those shackles. You and me both. Ja, das glaube ich.
So, Wally, was passiert? As if you don't know. Thanks for the Seekarte. That was really great, and I owe you for all the work you did for free. Glad you liked it. How did you end up here? I saw your office had been ransacked. LeChuck came into the shop storming mad because he thought I gave him a mop map instead of a map to the secret. Yeah, real head scratcher how that happened. That mop map you made for me was a winner. Oh yeah, that's right. I did make you a mop map. Wait. It's all starting to make sense now. Verdammt. Why is it that every time our paths cross, good old Wally is kidnapped or tormented or worse? The mysteries of how the universe works may never be known. Oh, okay. Das war schon. Wahrscheinlich kann wohl nichts machen. I've got to get the secret before LeChuck does. Sure. Run off. Wally will be fine. Och, armer Wally. Irgendwie tut's mir auch ein bisschen leid. Was haben wir denn hier? Die Fesseln öffnen. Und dann wird er einfach runterfallen. Habe ich noch einen Schlüssel? Was ist das denn hier? Was ist der für die... Bei den Torschlüssel... Habe ich nicht noch irgendeinen anderen Schlüssel? Ne, das ist alles, was ich noch habe. Den werde ich wohl nicht dafür benutzen können. This key doesn't fit. Ja, von der Vitrine vielleicht? This key doesn't fit. Ne, funktioniert nicht. So, wo müssen wir denn lang? Da müssen wir hier nach oben wahrscheinlich, ne? So. Und hier lang? Da kann ich nicht weiter? Ne. Okay. Hier lang. Der arme Wally, wir lassen den jetzt echt da hängen. Ja, richtig fies. Ui. Ich bin ein bisschen erschrocken. I'm just here to tell you that you are making a mistake. LeChuck's obsession consumes him like a frog swallowing a tarantula. You don't want to be there when he opens that chest. Och, ich will, ja genau. Correct. I want to be there before he opens it. You two deserve each other. Da hat er, glaube ich, ein bisschen recht mit. Right. Aber der ist ja nett zu Guybrush, das ist voll super. Eigentlich waren hier alle nett zu ihm. Also nicht alle, aber einige. So, hier lang. Mal tippen. Kann man das hier anklicken? Ne. Den sicheren Tod durch Lava erwägen. Can't really see down there too well. Egal, wir springen. Komm, jump. Okay. Wir müssen es wahrscheinlich machen. Okay. So, dann gehen wir mal da rein. LeChuck, I'm coming for you. Oh oh. Weil LeChuck kriegt auch schon Angst. I should have gotten rid of you the first 58 times I had the chance. You will never make it down here alive. Ja, da können wir schon mal nicht hin. I want this to be easy. Only the organized pirate will pass. Only the organized pirate will pass. Okay, wir müssen irgendwas sortieren. So, von da sind wir gekommen. Den Weg versuchen. Wir gehen erstmal links lang. Kieselstein. It looks like a piece of eight, but made of stone. Okay. Wir erstmal den Affen mit den Papageien ansehen. I wonder if the parrot had anything to do with the eye. Ich glaube, wir irgendwas mit dem machen können. Nur der Sortierte. Gehen erstmal weiter. Okay, hier haben wir wieder einen Affen. I can relate. Frustrierter Affe. Aber irgendwas muss ich doch mit den... I can relate. Ich kann aber nichts anklicken an dem, dass man irgendwie so an dem Arm ziehen kann oder irgendwas wegnehmen kann. Erstmal noch weiter. Okay, hier ist wieder eine Münze. It's one of those stone pieces of eight. Spielenden Affen an der Schild. I'm naming it Captain Squint.
Hier. Nummer ist aus. Man kann das wirklich benutzen, okay. Ach, guck mal an, okay. Der Shield. Jetzt hat er eine Brille, also ein Monokel, ein Doppelmonokel. Ich hätte jetzt sogar gedacht, dass man das auch einzeln draufpackt, okay. Hier ist erstmal wieder eine Münze. It's one of those stone pieces of eight. It looks proud to be a monkey. Okay, der hat ein Fass unter sich. Okay, wir müssen den Sachen wahrscheinlich aus unserem Inventar dann reinstecken. Das ist ja witzig. Der Krug hier ist leer. Als ich gerade in Melee Island ankam und geguckt habe, ob ich einen neuen Krug brauche, weil da ein gefüllter stand, war der hier noch voll. Und ich habe den jetzt nicht getrunken. Ja, okay. Da kommt der Krug rein. Ah, okay, das... Ah, und dann kommt man von da durch. Alles klar. Gehen wir nochmal rein. Was können wir dem denn geben? Eulensaugerfisch. Jetzt haben wir hier diese Steingoldstück, Steingoldstück, Steingoldstück. Geister, Hühner, Futter. Nee. Cracker. Cracker. Okay. Und der will hier seinen Kokosnussstein aufmachen. Besser vielleicht? Ja. Würde für mich Sinn ergeben. Okay, da hat sich tatsächlich... Es hat sich tatsächlich was getan. Nicht schlecht. Okay. Das freut mich. Da. Okay. Wäre ich mal in die andere Richtung gegangen, wäre, glaube ich, schneller gegangen. Okay. Ist hier irgendein Gesicht drauf? Mit einer Mütze auf dem Kopf. Okay, der sieht so aus wie ich, bloß ohne Bart. Alles klar. Nehmen wir den. LeChuck! The secret will never be yours. I hate solving puzzles more than I hate Okay, also der musste auch noch mehr machen. The secret will never be yours. Threepwood, won't you ever give up and just go home? Verdammt, er ist wieder zugemacht. Twice is suspicious. Okay, hier ist wieder eine Münze. It's one of those stone pieces of eight. Pieces of eight. Okay. Was hat er da geschrieben? Only the observant pirate will pass. Nur der Aufmerksame. Okay. Also links war gerade ganz gut. Wir gehen jetzt wieder links lang. Das hat gerade Glück gebracht. Muss da nochmal. Aufmerksam. Was haben wir hier? Cheer up, guy. You'll go far. Jetzt haben wir kein Monokel mehr, aber das Ding ist auch offen. Ah, okay. Den trösten. Gucken erstmal weiter, was hier. Okay. Hier ist wieder eine Münze. It's one of those stone pieces of eight. The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swab. Okay. Wir müssen denen wahrscheinlich gleich irgendwie diese Münzen geben. Aber unterschiedlich viele für jeden. Also dem ersten wahrscheinlich eine, dem zwei. Weil er höher im Rang ist. Der ist noch höher im Rang. Those epaulets deserve a room of their own. Dem ersten eine, dem zweiten zwei. Ja, aber dann sind es immer noch zwei. Also brauchen wir noch eine Münze mindestens. Hier liegt aber keine. Ah, und dann kommen wir wieder raus. Selbst noch Gold. Well, I've only got one coin left. Okay, ich habe eine Idee jetzt. Ich weiß nicht, ob das passt. Also, wir müssten... Es wäre logisch jetzt dem... Nee, warte mal kurz. Oder müssen wir es umgekehrt machen, dass wir dem am meisten geben? Was war die Nachricht? Only the observant pirate will pass. Okay, es klingt irgendwie so wie so eine Prüfung aus Indiana Jones 3. So, wir geben dem jetzt eine Münze.
Dem geben wir 2. Dem letzten dann 2 Münze und das Goldstück. Der hat dann 3 gekriegt. So, der hat die eine noch gar nicht reingeworfen. Okay, können wir mal machen. Okay, auch das hat funktioniert. Jetzt bin ich aber trotzdem nochmal, da muss ich jetzt auch nochmal hin. Geh mal nochmal kurz nach oben. Das oben war gerade, da sind Sachen drauf. Okay, da hast du so ein Gesicht. Rot. Das andere war ein dickes Kinn einfach nur. Mit einem nicht freudig schauenden Mund. The secret is mine. Oh oh, verdammt. Der Chuck ist schon einen Schritt weiter. You really do suck at puzzles, don't you? How are you still alive? You will never have the secret. I will soon have my revenge. Then you will forever be cursed. And you will never escape. You will vanish with no tails. No, I will return. The secret is mine. Uh-oh. Third time be a charm, Threepweed. Das fand ich ganz cool, wenn er die einfach nur weggeboxt hat. Okay, das ist auch wieder zu. I keep my voice down. Only the bloodthirsty pirate will pass. Nur der zu Blutrünstigkeit bereite Pirat wird bestehen. Okay, also müssen wir irgendwas killen. There's no way I'm getting through there. Das hier können wir nicht bewegen oder benutzen. Dann die Treppen nach oben, ne? Dann kommen wir nur da lang. Okay. Nur der blutrünstige Pirat. Mitleid mit dem Traum. It looks like its arm is hurt. Hab ich irgendwas? Erstmal nicht, okay. It looks like its leg is hurt. So, einmal Arm, einmal Bein. Ich kann aber auch nichts damit machen. Okay, dann gehen wir weiter. This is gonna be a problem. Ja, das heißt selbst draufsetzen. Er setzt sich drauf. This is gonna be a problem. Kann ich da irgendwas drauflegen? Kann ich jetzt endlich mal meinen... Oh, warte mal, kann ich den aufpusten? Und den draufsetzen? Oh Gott, der Platz bestimmt. Nein, den kann man nicht da draufsetzen. Okay, das geht nicht. Und noch hier. Die darf ich auch nicht da draufsetzen. Ah. Oh. Nochmal, das für eine skurrile Notiz. Ach, das ist das, wie man den Weg da reinfindet in das andere Labyrinth. Metten. Auch nicht draufsetzen. Aber ich muss doch bestimmt irgendwas da draufsetzen. Jetzt anzünden. Warum ist da eigentlich immer so ein Luftgitter drunter? Das finde ich auch ein bisschen strange. Ja, meine Pferderüstung kann man eh nicht dafür benutzen. Die ist nur fürs Inventar. Ja, dann gehen wir nochmal einen weiter. There's no way I'm getting through there. Nee, ich muss irgendwas hier machen. Jetzt stehe ich tatsächlich auf dem Schlauch. Haben wir denn hier noch die Bohnenpfeffer? Nee. Hm, okay. Ja, das hatten wir. Es gibt 2 Affenstatuen mit verletzten Gliedmaßen. Wie würdest du sie blutrünstig behandeln? Hier gehen wir nochmal zurück. Aber ich habe halt kein Messer mehr und sowas. Was kann ich denn mit seinem Fuß machen? Angelhaken rein? Ne, geht auch nicht. Feuer? Auch nicht. Fisch kann ich auch nicht mit dem benutzen. Feder. Zum Kitzeln auch nicht.
Verdammt, ich dachte so zum zu Tode kitzeln. Nee. Ein Loch? Ein Loch, wo sie verwundet sind. Vielleicht ist das wichtig. Das verstehe ich nicht. Okay, dann müssen wir uns noch einen Hinweis reinziehen. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Ja, okay. Gibt es Abflüsse? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber ich habe doch keine Flüssigkeit, die ich auf die kippen kann. Ich kann das Feuer hier doch nicht mit benutzen, oder? Ich sehe es nicht. Ich sehe es gerade nicht. I don't see it. Vielleicht sind die Abflüsse in den Affenstädten zu da, um eine Art Flüssigkeit aufzufangen, ja? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, etwas Flüssigkeit aus den Statuen zu bekommen. Ja, okay. Ah, toll, ich kann es wieder zurückholen, das Messer. Ja, gut. Damit habe ich jetzt null gerechnet, dass das möglich ist. Wo habe ich das Messer denn gelassen? Ganz oben, ne? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Tür wieder zugeht, wenn man das macht. Kann ich mir alles wiederholen. Wecker will ich auch haben. Oder geht dann die Tür wieder komplett zu? So, ich will auch noch den Becher haben. Auf jeden Fall das Monokel, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Nehmen wir den Becher noch. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass wieder alles zugeht. Wobei, wir probieren das jetzt einfach aus. Nehmen wir auch den Monokel, nehme ich auch wieder. Naja, hat sich nichts getan. Okay, dann geht es jetzt wieder nach unten. Jetzt muss ich gerade mal kurz einmal schauen. Musste ich denen irgendwelche Sachen geben? Ne, denen musste ich nur die Münzen geben. Ich glaube nicht, dass ich die wieder rausholen muss. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt nochmal rein und packen den Becher. Ne, es geht nicht. Ah, ich habe gedacht, dass ich den Becher vielleicht dahin packen muss, um es aufzufangen. Aber gut, dann nehmen wir das Messer jetzt und stechen in die arme Statue. It's leaking some kind of oil all over the floor now. Okay, mit dem Öl kann ich damit irgendwas machen. Ey, der ist mal nur so rausgegangen. Den Krug füllen. Doch, geht tatsächlich. Tatsächlich, okay. Dann stechen wir den hier auch. Ich hole nicht mehr. Den Krug nur leeren. Ich schätze mal, dass man es da reinkippen muss. Ja, okay. Weil jetzt das Gefühl entstanden ist, dass da was runterläuft. 1704, okay. Das heißt auf jeden Fall was. Wir hatten einmal das rote Männchen oben mit der Mütze. Dann dieses Kinn und 1704. 1704, okay. Wow. Das ist ja ein Affenkopf unterm Affenkopf. Verdammt! Jetzt geht das Ding zu. Da steht ja schon 1704. Okay. Das hier ist unser Mund, den wir hatten. Und das ist das Ding, was wir oben hatten. Ja, also sind wir hier schon durch, würde ich sagen, oder? Gibt es noch so einen Mund, der so aussieht? Nee. Nee, das ist der Mund, den wir hatten. Verdammt, das war schon richtig. War schon richtig, so. 1704 ist auch richtig. Was müssen wir denn jetzt hier noch machen? This is like one of those mystery stories where the person has so many enemies the detectives don't know where to start. Ja. Ah,
Ach, das muss oben sein. Jetzt verstehe ich's. Okay. So. Das ist entweder der Mund gewesen oder der. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und 1704 ist richtig. I don't want to close any more possible escape routes. Hä? Ach, benutzt er das nicht? Warum fasst er das nicht an? Ist der doof? I don't want to close any more possible escape routes. Hä? Ist dann doch das Kinn gewesen? Nee. Verarschst du mich, Guybrush? Was willst du? 1704 war richtig. Ist hier irgendein Hinweis noch? Das äußere Part drin. Wir haben keinen anderen mit so einer Mütze auf dem Kopf. Das war auf jeden Fall das Ding hier. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Gibt's sonst nichts. Ich schnall's irgendwie nicht. Ist hier unten noch irgendwas? Da steht was, okay. One of the stone slabs from the altar seems to have fallen off during the rumbling. There's some writing on it. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck and they met Davy Jones for some tea. After all I've been through, finding some limericks on a piece of stone sinking into the lava isn't all that strange. Okay, nochmal. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. Extra Jahren. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck and they met Davy Jones for some tea. Okay, alles klar. 4 extra years. Also müssen wir hier 1708 machen. Junge, was soll das denn? Warum geht jetzt 1704 vor extra years sind 1708? Was soll das denn? Da sind es vor extra turns dann. Das wäre dann 1713, 1726, 1730 und noch ein. 1765. Two left and three right, ne? War das das nach links drehen? Two left. 1, 2, 3. I don't want to close any more possible escape routes. Okay. Hmm. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck and they met Davy Jones for some tea. 3 steps right and 2 left. Habe ich gemacht. Das mit den 4 extra years ist mir nicht so klar. Das Problem an der Sache ist, wie stelle ich das Ding jetzt wieder so an, dass es so war wie vorher? Hätte erst das Rätsel sehen sollen, vielleicht. So, jetzt erstmal wieder auf 1704 packen. Ich glaube, ich kann es auf jeden Fall rekonstruieren, wie es war. So. Pudelmütze war da. Und das war tatsächlich so, war es vorher. So, machen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 2 left and 3 right, ne? 1, 2, 3, 1, 2. I don't want to close any more possible escape routes. Scheint nicht richtig zu sein. Das scheint nicht richtig zu sein, oder ich übersehe noch irgendwas. Ich kann nur diese Sachen anklicken. Und das hier. Und das will er nicht machen. Das will er nicht machen! Ja, das habe ich schon. Den Hinweis habe ich. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, das habe ich gesehen.
zusammen mit dem Limerick auf der Steinplatte unter der Kodierscheibe, um das Rätsel zu lösen. Also stelle die Kodierscheibe so ein, dass es mit den Gesichtern und dem Datum übereinstimmt, die du auf den vorherigen Treppenstufen gesehen hast. Drehe dann das äußere Rad dreimal, das innere zweimal und das Datum viermal. Genau das habe ich gemacht. So, ich soll es genauso einstellen wie da. So. Da tue ich mich mit den Fratzen da drauf. So. Das stellen wir jetzt erstmal auf 17.04 wieder. So, okay. Ich gehe jetzt nochmal raus, gucken, genau wie die Sachen aussahen. Also nicht, dass ich mich tatsächlich vertue, aber ich meine... So, 17.04. Okay, wir haben Kinn mit Kinnmuschi hier. Und oben Pudelmütze. Pudelmütze, Kinnmuschi. Okay, also Kinnmuschi. Also doch das hier. So. Okay. Dreimal rechts, zweimal links, viermal das. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Ich hab mich echt vertan mit dem Kinn. Unfassbar. Okay. Wir gehen durch. What? I was just deep in the mushroom and lava-ridden caves under Monkey Island. And now I'm... Jetzt krieg ich so ein bisschen Monkey Island 2 Vibes, wo man durch die Katakomben auch genau dort ankommt. Irgendwie auch nice gemacht mit der Ratte, die hier auf dem Band fährt, ne? Was mit dem Popcorn? Score! Free Popcorn! Score! Free Popcorn! Ja. The windows are just pasted on. And they're not even straight. Okay, was ist mit dem Schild? High Street, 20 feet. Hall of Pirates, 3-minute walk. Additional restrooms at Dinky Island. Bereitet mich auf morgen vor. Ach so, wegen A Plague Tale, ja. Glad you was ist, um Himmels Willen ist hier los? Stan? It's closing time and everyone wants to go home. Last chance to hand over the key. What do you mean it's closing time? I just got here. No, I don't have time for this. I'm late for an important meeting. Take my keys and shut off all the lights before you leave. I'm not liable for anything that happens after closing time. Guybrush, are you ready to go? Last chance to hand over the key. Okay. Ich bekomme hier gerade ganz, ganz starke Monkey Island 2 Vibes. The switch is locked. Ja, erstmal gucken wir uns die Truhe an. Yeah, I should have suspected Stan's involvement the minute I saw how cheap and gaudy this is. Jetzt aber nur 4 Schlüssel kriege ich damit die Truhe auf. This key doesn't fit. Ach, wo kriege ich jetzt den Schlüssel dafür her? Dagnabbit, it's locked. Ich habe aber keinen Schlüssel dafür bekommen. Okay. Dann sehen wir mal kurz zu einmal. Vielleicht bekommen wir den Schlüssel, wenn wir die Sachen hier ausschalten. Oder hätte ich mit denen erst noch labern müssen? Okay, kann ich das wieder einschalten? Dann will ich erstmal noch mit denen labern. Nicht, dass mir irgendwas entgeht jetzt. Ah, da ist der Schlüssel! Okay. What a stroke of luck. The locksmith had the key all along. Nimm ihn. That was disappointingly easy. Okay. I wonder what's going on. Interesting. I found the secret of Monkey Island and all it was this stupid T-shirt. Ich habe gerade schon gesagt, das ist nicht wichtig. I found the secret of Monkey Island and all it was this stupid T-shirt. War da nicht vorher noch irgendwas anderes drin? Er hat doch erst interesting gesagt und ich dachte, er hätte noch irgendwas anderes rausgenommen. Das ist nicht der Fall.
Ach, da. Nee, meine To-Do-Liste. LeChuck finden. Ja, das haben wir ja. Mit Elaine nach Hause gehen. Das Geheimnis von Monkey Island finden. Wir haben es gefunden, okay? Es ist ein T-Shirt. Ich habe jetzt von... auch nicht so viel erwartet, wenn ich ehrlich bin. Dang. Stan makes LeChuck aber better every time. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, man macht einfach nur Monkey Island 2 nochmal. Nice twist adding in Madison, Trent and Lila. The team up had me fooled for a while. The secret is mine. Huh? Good thing LeChuck didn't find the secret first. I don't think it's his size. Also ich bin gerade nicht enttäuscht. Ich weiß noch nicht, ob jetzt gleich noch was passiert, aber... LeChuck 0, Guybrush Threepwood 6. The secret is mine. Not this time, my old nemesis. Well, back to my boring flooring inspector job. Until next time. Hey, also es soll tatsächlich wirklich so sein, dass das hier sowas wie so ein Escape Room Park mäßiges Ding ist. I'm a victim of circumstance. Okay, machen wir den aus. Kann man sonst nichts weitermachen, außer hier ausmachen, okay. Hier noch, Fischladen, kann man aber sehen. Sind die Sachen alle zu kaufen drin? Da gibt es mehrere Murray Hats. They'll have fishing lures just like yours. Also befinden wir uns bei Monkey Island einfach nur in einem Amusement Park von Stan. Nee, warte mal. I'm gonna look around some more. Das kann ich mir auch noch angucken hier. Historic Landmark. The original secret, a pirate adventure park, established 1989 by R. Gilbert. Ja, okay, also, ja, das ist ganz nett hier. Ach, schade, Mann, irgendwie Ron Gilbert, ach, ich bin jetzt nicht wirklich enttäuscht, aber ein bisschen komisch ist es noch irgendwie. Ich weiß auch gerade nicht so, ja, ich weiß auch nicht so ganz, wie ich das finden soll. I'm not sure where I am all of a sudden. You're right here with me, but we shouldn't stick around too long. Weil genau genommen macht man damit jetzt eigentlich nur nochmal das Ende von Monkey Island 2 nochmal und sorgt halt dafür, dass dieses Spiel zwischen Monkey Island 1 und 2 spielt, zwischen 2 und 3 spielt, damit man die anderen nicht revidiert. Ich meine, das wurde ja von Anfang an auch gesagt. Das finde ich auch okay. Ich habe mir jetzt trotzdem irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Ich hoffe, es war wert. Ich werde darüber nachdenken. Ja, darüber muss ich nachdenken. Das stimmt tatsächlich. How'd it go with Flair? Let's just say I made my point. How did you get here before me? You know I always try to stay a step ahead. Have you done something new with your hair? Ey, wir reizen das jetzt noch aus. I like it. I got the secret. You already said that. I guess I did. Ich kann es auch nicht nochmal sagen. Okay, das war's. I'm ready to go. Good. Me too. Was ist jetzt wirklich? Dad, that was ja. A silly ending. Mir fehlt tatsächlich auch ein Showdown mit LeChuck. Das ist auch das erste Monkey Island, also von denen, die ich natürlich gespielt habe, von den klassischen Monkey Islands, wo es quasi keinen Endkampf mit LeChuck gibt, ne? That's different. We're kids and we're just goofing around. You're the one who said you can't just change things. You said that's not how storytelling works. I did? I want to know the secret. You have to tell me what you really found in the chest. Ah, okay. Das Geheimnis waren in Wirklichkeit die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Deine Mama hatte recht, es ist besser, es nicht zu wissen. There isn't any one answer to what the secret is. It's not like a rock or a banana. It's like a story. It changes with time and the person telling it. Everyone you ask will have a different idea. Mom, Dad won't tell me what the secret is. Are you filling our son's head with your outlandish stories? Finde ich irgendwie ganz süß. I was telling him the one about how we found the secret of Monkey Island. Oh, that one. Every time you tell that story, the ending gets stranger and stranger.
Let's go down to the docks and watch the galleon head out. Yay! I found the lost map to the treasure of Maya Island. It's going to be guck mal, das ist nächste Abenteuer. I'll meet you down there. Ich bald fast ein Tränchen ins Auge. Ja, das war Monkey Island. Wir lassen mal das Ganze hier schön durchlaufen. Also es hat mir tatsächlich viel Spaß gemacht, das Spiel. Wirklich sehr viel Spaß. Über das Ende werde ich aber noch ein Weilchen nachdenken müssen. Tatsächlich. Die Frage ist, ob man damit jetzt eigentlich aufhören sollte und keine weiteren Monkey Island-Spiele mehr produzieren sollte. Aber es stimmt schon auch, was der Fabian hier in den Chat geschrieben hat. Mir fehlt tatsächlich auch so ein bisschen so ein Showdown mit LeChuck. Also es hätte zumindest noch einen kleinen Kampf geben müssen und dann kommt man mit der Kiste raus und dann passiert das, was jetzt passiert ist. Das ist wirklich etwas schade. Dazu kommt für mich, also der Grafikstil, der hat mich nicht so abgefuckt wie viele andere. Den fand ich total in Ordnung. Und am Ende ist mir jetzt gerade, also das komplette Ende mit dem Gespräch jetzt noch mit dem Jungen und mit Elaine, ja, das war schon ein bisschen auf jeden Fall rührend. Also ging schon ein bisschen so ans Herz auch. Und auch diese, ich weiß gerade nicht, war das so eine Leere, die Guybrush am Ende noch gespürt hat auf der Bank? Das Spiel wird mich heute Abend noch im Schlaf besuchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja gut, natürlich war das Ende der Leisure Suite Larry-Reihe befriedigend, ja. Im Endeffekt kann man sagen, dass Ron Gilbert ja einen Ron Gilbert gebaut hat. Ne? Er hat ja genau dasselbe mit dem zweiten Teil auch schon gemacht. Es ist natürlich etwas enttäuschend, dass nach all der Zeit, nach all den Jahren etwas quasi etwas offen, unbefriedigend endet. Das ist immer schade. Also sowas hast du ja auch zum Beispiel mit so einem Revival irgendwie Akte X oder Twin Peaks und sowas. Das ist am Ende dann natürlich immer so ein klein bisschen enttäuschend. Aber die Message, die das Spiel ja jetzt gegeben hat, ist ja jetzt auch so ein bisschen, es ist der Weg und nicht das Ziel. Und da muss ich auch der ganzen Sache recht geben. Es war auf jeden Fall sehr herzerwärmend mit diesen ganzen Charakteren, diese Rückkehr. Das war schon schön, das war auch viel Fanservice, aber es hat Spaß gemacht. Wenn ich beim Ranking bleiben kann, würde ich trotzdem sagen, dass mir der erste und der zweite und wahrscheinlich sogar auch der dritte besser gefallen haben als das hier. Aber es war auf jeden Fall cool. Definitiv besser als der schreckliche vierte Teil. Hey, vielleicht nehme ich mal irgendwann mal Tales of Monkey Island in Angriff. Das habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ich habe das sogar mit einer deutschen Synchro auch. Könnte man dann auch auf Deutsch spielen. Wo ich gerade hier im Abspann auch die Musiker sehe, die drin sind, kann man wirklich sagen, ein Soundtrack hat dieses Spiel wirklich tollen. Also die Musik ist absolut super. Dann geht der Abspann denn. Den kann man auch nicht wegklicken. Das ist so wie früher. Bin mal gespannt, ob gleich am Ende steht, dass man jetzt wirklich ausschalten könnte. Jetzt aber wirklich. Das Spiel ist vorbei. Machen Sie aus. Hast du es selbst auch gespielt, Fabian, oder hast du es bei anderen nur gesehen, das Ende?
Ah, bei den Rocket Beans gesehen, okay. Ich ärgere mich tatsächlich, dass ich für das letzte Rätsel einfach nur das falsche Kinn genommen habe. Ich war der festen Überzeugung, dass es das andere war. Dann hätte ich das heute ein bisschen sauberer geschafft. Das ist so schade. Ein Haus, die heißt den Duke Sauron. Princess Peanut Head. Das sind geile Haustiernamen. Da steht nirgendwo Hundor dabei. Duke Sauron. Die besten Haustiernamen sind Hundor und Lindor. Lindwurm. Champa. Tommaso. Tommaso Champa. Weil ich sagen muss, dass sich Champa auch ganz cool anhört. Ja, Charalambos Kazimierski ist auf jeden Fall der ausgefallenste Haustiername, den ich kenne. Er hat ja eine ganze Katzenfamilie gespawnt, die alle mit Nachnamen Kazimierski heißen. Also falls jemand nicht weiß, wer das ist, abonniert den Jörn auf Instagram, danach wisst ihr es zur Genüge. Knuddelwuff-McPüpselchen. Okay. Walt Disney Games. Ach ja, ich habe ganz vergessen, dass die Lizenz zu diesen Spielen ja bei Walt Disney liegt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. So witzig irgendwie, weil diese Monkey Island-Reihe ja ein bisschen auf den Ride Pirates of the Caribbean basiert. Und wiederum basieren die Pirates of the Caribbean Filme oder waren sehr inspiriert dann von den Spielen von Monkey Island. Das ist sehr lustig, wenn man so drüber nachdenkt. Terrible Toy Box. Ja, vielen Dank. Hoffe, dass jetzt noch was kommt. Zumindest irgendeine Nachricht, dass wir doch endlich abschalten sollen. Was soll uns das sagen? Was soll uns das sagen? Das war Monkey Island. Return to Monkey Island. Mir hat Spaß gemacht. Mir hat es tatsächlich Spaß gemacht. Es ist ein bisschen schade, dass das Ende so komisch ist. Ich hätte mir ein runderes Ende gewünscht. Tatsächlich, also auch wirklich mit einem LeChuck-Fight am Ende. Schön ist für mich, ich kann heute mal ein bisschen früher Feierabend machen und darf eher ins Bett. Aber morgen bin ich ja sowieso wieder da und dann spielen wir das brandneue A Plague Tale. Und darauf habe ich richtig Bock. Da gibt es Horror mit Ratten, da freue ich mich schon drauf. Passt ja auch zum Schocktober, in dem wir uns gerade befinden. Ja, es war schön, dass ihr dabei gewesen seid, dass wir diese Monkey Island-Reise gemeinsam machen durften. Vielen, vielen Dank dafür. Also morgen ausnahmsweise ein Dienstag-Stream.
mit Blacktail am Tag, an dem es rauskommt. Morgen ab 20 Uhr steht aber auch ein Streamplan. Also bleibt dabei und schaut da rein. Das wäre wunderbar. Dankeschön, dass es eine Freude war, mir dabei zuzuschauen. Mir hat es auch echt Spaß gemacht. Also das Spiel hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Monkey Island ist ja auch so ein bisschen so ein Herzensspiel von mir. Ja, morgen A Plague Tale. Am Mittwoch werden der Jörn und ich ein Spiel spielen, das heißt 1985. Das kommt am 1. November für die Switch raus und hat einen schönen Couch-Koop. Ist ganz im Stile von so schönen 8- und 16-Bit-Run-and-Gun-Spielen. Das zocken wir da. Also vielleicht auch was für Fabian. Also am Donnerstag ist das, genau. Und am Mittwoch wird der Jörn wieder irgendwas Fesches essen und danach weiter Horrorspiele spielen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, danke, dass ihr dabei gewesen seid und bis morgen hoffentlich. Macht's gut. Ciao, schönen Abend noch.